Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, und ich habe, wie ich das angekündigt hatte, habe ich offscreen hier so ein bisschen rumgebastelt. Will sagen, ich habe hier verschiedene Laternen angebracht. Optimal ist das alles hier noch nicht. Vor allen Dingen hatte die Aktion jetzt zur Folge. Moment. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen hin. Man sieht es, ne, er ist so ein bisschen hecklastig geworden hier. Also er und so vielmehr unser Königreich der Lüfte. Und ja, da muss ich mal ran. Ich überlege sowieso, ne, weil wir werden zwar immer länger, wir bauen nach hinten und nach vorne aus, aber so die Seiten habe ich bis jetzt so etwas vernachlässigt. Und ich überlege, ob ich das Ganze nicht so layout-technisch, so vom Bauen her, versuche noch so ein bisschen anders zu machen. Das wird dann aber auch eine Sache sein, die ich offscreen mache. Da muss ich in aller Ruhe überlegen. Das wird ewig dauern, bis ich dann mal was habe, wo ich dann sage, irgendwie okay, damit kann ich leben. Und ich glaube, das ist nicht so spannend, wenn ich das hier irgendwie im Let's Play mache. Es würde dann auch wirklich, wirklich lange dauern. Also ich denke nicht, dass ich das in der Zeit, die ich so für normalerweise für ein Let's Play veranschlage, so zwischen 20 und 30 Minuten, dass das klappen wird. Ne? Und von daher schon alleine. So, was müssen wir überhaupt machen? Ich bin ein bisschen... uralte Ruine. Achso, ja genau, wir müssen die Rune des Tageslichts finden, um... Ah ja, genau, ich entsinne mich wieder. Ja, genau, das war doch was, Klippenfrotte. Wir waren da, ne? Genau, richtig. Wir waren schon hier. Und wir müssen die entsprechende Mission jetzt weiterführen. In einem Tal der Hochlande liegt ein Bauwerk... Ein Bauwerk der Alten halb vergraben. Ein strahlender Stein glänzt auf seinem Dach. An jede Ruine der längst vergangenen Zeit erfüllt uns mit Demut und Motivation. Aus Tagebüchern unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Chronisten. So. Wir erkennen die Zeichen, die in dem Stein gemeißelt sind. Dies ist die Rune des Tageslichts, von der wir in Klippenpforte gehört haben. Wir mühen uns, sie der Ruine zu entnehmen, was letztlich auch gelingt. Nun müssen wir sie nach Klippenpforte bringen, um mit dem König zu sprechen. Der Kristall funkelte, als reflektierte er strahlendes Sonnenlicht, obwohl kein Strahl zu sehen war. Aus den verstreuten Tagebüchern von Muluab, dem zweiten Chronisten, wurde er sogar seine Tagebücher liegen gelassen. Ein bisschen verstreut, zerstreut, der gute Mann, oder wie? So, wir werden die Rune nach Klippenpforte zurückbringen. Nee, was? Wir lesen noch haben. In einem Tal. So, ja, genau. Wir kehren nach Hause, zurück. Einmal um sich selbst drehen. Dann müsste das rein theoretisch die richtige Richtung sein. Ja, doch so einigermaßen zumindest. Da geht's aus. Da geht's aus. Wie war das jetzt? Ein bisschen mehr so. Huch, was war das denn jetzt wieder? Ganz kurz irgendwie Ton weg. Hier kommt aber noch bei OBS alles an. Das sieht gut aus. Dieses Spiel hat manchmal so... Da vorne muss ich hin. Hallo? Jetzt dachte ich schon, das Spiel wäre irgendwie ausgestiegen. Also manchmal passieren hier komische Dinge. Das ist immer sehr beunruhigend. Und da passiert jetzt noch was Komisches. Augenblick, das kann jetzt ein bisschen Lärm geben. Ich hoffe nicht. Ich bräuchte dann so ein bisschen Koffein. Ihr habt es wahrscheinlich gehört. Das ist ganz, ganz heftig aufgesetzt gerade. Sieht's denn aus? Wir haben 88 Einheiten Nahrung. Wir haben 115 Liter. Wasser, wir haben 25 Kohle. Liegt da nicht irgendwie was in der
irgendwas gemacht oder hatte das vorzumachen bezüglich der Erweiterung hier der Kohle? Weil da müssen wir mal langsam ran. Mit den 60 Einheiten Kohle kommen wir da nicht mal allzu weit. Und wir brauchen dringendst Alter, diese Geschichte, dass wir da Holzkohle produzieren können. So, die sind jetzt immer nur noch zufrieden. Was ist da los? Ansiedlung der Lüfte insgesamt sei ich insgesamt zufrieden. Nächster Königreich-Titel bei 24 Arbeiter mehr. Okay. Also, 50 sind zufrieden. Ich guck mal da ganz kurz drauf. Aus von Faros Musart. Wo ist das? Sieht man das hier irgendwo? Kann es nicht gewesen sein. Mit Kamera fixieren. Ah, da. Okay. Da. Also, ist mit 2 erfüllten Sehnsüchten überglücklich, wünscht sich Beleuchtung von 66%. Der Wege nur 48% sind beleuchtet. Minarett verleiht Glaube. Moment, also ich habe hier doch jede Menge. Laternen. Oder müssen die überall sein? Also sprich, nicht nur hier, wo gewohnt wird, sondern auch hier, wo gearbeitet und gelagert und so wird. Dass sie also insgesamt entsprechende Lichter sich wünschen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird. Dann müsste ich aber hier wirklich komplett die Geschichte umkrempeln. So. Das würde auch erklären, warum halt die Zufriedenheit nicht so ganz groß ist. Einer sagt sogar neutral, ist mit 2 erfüllten Sehnsichten überglücklich, wünscht sich Beleuchtung, auch das gleiche hier, nur von wegen 66%. Der ist hier wohnhaft, der hat so direkt eine Latüchte vor der Nase, also entweder ein Bug, wir hatten ja doch schon mal so irgendwas entdeckt, was nicht so ganz astrein gelaufen ist, ich weiß nicht mehr, was das war. Aber da ist mir schon mal was aufgestoßen. Entweder ist es das oder ist es wirklich die Tatsache hier. Und wegen, ach ja, jetzt weiß ich wieder. Hier, ne, wir hatten ja hier diese Ruder angebracht, um die Geschwindigkeit hier unseres Königreichs etwas zu erhöhen. Und da wurde ja angezeigt hier von wegen Neigung, ne, eigentlich nach hinten, obwohl das ja eigentlich genau andersrum sein müssen, nach vorne. Und als wir die dann montiert hatten, war mir auch so der Eindruck, als wenn der dann in der Waage war. Das war der vorher nämlich nicht so hundertprozentig. Also die Physik funktioniert richtig, aber die Beschreibung manchmal nicht. Moment, Vorsicht, es wird nochmal laut. Problem ist, Mikrofonarm und Abstellfläche für die Tasse ist im einen Bereich. So, also, ne, Okay, also das nehme ich erstmal so hin hier von wegen, ja, wir wollen überall Licht. Ne? Das ist nicht nur hier, wo wir wohnen, sondern wenn, dann bitteschön das gesamte Königreich beleuchten. Macht durchaus Sinn. Okay, das ist erstmal soweit dazu. Wir müssten aber hier Dinge tun. Klippenpforte, wir kehren zum Gefolge des Königs zurück und präsentieren die Rune des Tageslichts. Einige der verblüfften Einwohner erkennen den Stein und sind nun von der Prophezeiung überzeugt. Sie wollen mit uns reisen. Hey, das ist nett, aber sie bringen uns zum Thronsaal des Königs und geben ihm den Stein. Der König schickt seine Berater fort und schaut auf die Gravuren, während er sich durch den ergrauten Bart streicht, so würde das eigentlich richtig heißen müssen, denke ich mal. Dann kommt er auf uns zu, ebenso klein und dünn von Statur wie seine Untertanen und doch stark und mit breitem Lächeln. Ich höre schon auf. Er selbst hielt den Stein für ein Hirngespinst, genau wie das Königreich der Lüfte. Und doch sind wir hier. Ein Mythos, der ihm eine Legende bringt. Er ist von unseren Streben überzeugt. Wenn wir einen Himmelshafen bauen, wird Klippenpforte unser Verbündeter.
Der hohe Saal wurde nur durch dünne Fenster erhellt, die langen Schatten warfen. Doch die Mauern konnten unsere Erleichterung angesichts des Königs Lächeln nicht eindämmen. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiung von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, was? Oh, wieso? Sie, hier ist irgendwas durchgeschrieben, was ist hier los? Wir fragen nach an. Hier ist irgendwie die Darstellung ein bisschen hinüber. So, die emporragende Brücke überspannt die breite Schlucht, während der Großteil des Volkes um ihr Fundament herum lebt. Die Gesichter, die wir sehen, waren hager und stolz und so steif und fruchtig wie das Gestein, das ihnen als Heimat diente. Auszug aus Königreich unserer Zeit von Muluab, den zweiten Chronisten. Ich habe es ein bisschen komisch jetzt lese, wie man die ganze Geschichte schon mal hatten. Mit Königreich verbünden. Ja, würde ich ja gerne. Wieso kann ich das hier? Jetzt sagt mir nicht, das geht jetzt nicht. Wir fragen nach anderen Dingen. Das ist das, was der wahrscheinlich immer wieder... Was ist das denn jetzt? Ernsthaft? Ich mache mal Folgendes. Ich habe ja schon mal festgestellt, wenn man hier das Spiel mal unterbricht und neu lädt, dass dann Dinge etwas anders dargestellt werden, als das innerhalb des einmal so des Spiels passiert. Oder warte mal, ich gehe mal ganz kurz raus. Spiel speichern, ja. Müssen wir schon, dann gehe ich mal ins Hauptmenü. Ich gehe nochmal auf Speichern, sicherheitshalber. Und dann schauen wir mal. Das wäre ja jetzt der Hammer. Also da. Das ist ein No-Go. Jetzt sagt er mir, wird geladen seit einer halben Stunde. Ich wollte schon gerade die Aufnahme abbrechen. Also pausieren vielmehr und dann nochmal neu einsteigen. So, fortfahren oder Spiel laden? Ich gehe mal erstmal den Weg hier. So, zack, laden wir mal. Das wäre ja jetzt mega ärgerlich. So, okay. Wir sind vor Ort. Nee, das wird immer noch. Ja, und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann aktiviert er quasi den zweiten Eintrag. Hier, wir finden ja Fragen nach anderen Dingen. Den ersten kann ich gar nicht. Die denn da gemacht? Probier mal eben was aus. Oder was bringt, weiß ich nicht. Entschuldigung. Aber das sind jetzt natürlich jetzt Sachen, mit denen ich so gar nicht gerechnet habe. Erinnert mal die Auflösung. Was scheiße ist, weil jetzt meine gesamte Geschichte jetzt hier irgendwie durcheinander geraten ist. Und ich hier nichts mehr sehe. Das ist keine gute Idee gewesen. Okay, jetzt sieht es hier wieder, aber irgendwie wieder in Ordnung aus. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr blöd. Ich muss auf Schließen. Fortfahren. Achso. Nee, ich gehe mal ganz kurz raus. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen und dann schaue ich mal, ob ich das hier irgendwie zum Laufen kriege. Momentchen, eventuell bin ich dann gleich wieder da. Ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Sehr ärgerlich. Ja, da bin ich wieder zurück. Ich habe mal versucht, hier also mit den Grafikeinstellungen da irgendwas zu erreichen. Das hat allerdings war mit keinem Erfolg gekrönt. Was ich jetzt allerdings gesehen habe, das ist mir beim ersten Durchgang hier, also beim ersten Versuch, habe ich das nicht gesehen. Wir brauchen hier so 10 Einheiten Eisen. Die haben wir noch gar nicht. Dann würde ich sagen, ja genau, wir können erstmal nach Technologie suchen und dann würde ich erstmal die Ressourcen versuchen, da irgendwie zusammenzubekommen. Ein Augenblick. Achso, wir haben ja gar nicht genügend
Linde sehe ich gerade. Eine Eisenhütte, genau, sowas würden wir benötigen. Da brauche ich wenigstens 5 Relikte und ja, wir brauchen 2 Auftrieb, das kriegen wir noch hin. Eine Klinik! Okay. Interessant, und eine Flosse. Erzeugt Antrieb, hohe Kosten, hoher Treibstoff, 4 Arbeiten, sehr hohes Tempo. Das ist sehr schön, sehr, sehr schön. Wir können nach Hause zurück. Wie gesagt, also dann Eisen. Oh, Eisen habe ich ja. Da müsste ich eigentlich. Genau, das ist vorhanden. Aber wir brauchen jetzt erstmal hier eine Relikte, um mit dem Eisen, mit dem Roheisen noch was machen zu können. Mit dem Eisenerz vielmehr. Schauen wir mal. Und ja, das wäre ja natürlich jetzt. Das ist ja eigentlich ein No-Go. Ne? Also, wenn ich hier schon so eine Geschichte dann hier sehe. Dass da was nicht funktioniert im Spiel, weil das Menü nicht richtig dargestellt wird, also die Schaltflächen von so einem Menü da nicht richtig dargestellt werden. Das ist dann schon sehr grenzwertig. Denn so wie ich das verstanden habe, müssen wir ja hier ne, alle Königreiche, die es hier so gibt, für uns gewinnen, um das Spiel überhaupt gewinnen zu können. Ne, oder die ganze Geschichte irgendwie lösen zu können. Und die Möglichkeit wäre ja dann damit gar nicht mehr gegeben. Wenn uns der jetzt hier beispielsweise durchgeht. Und warum sollte das das einzige Königreich sein, wo wir diese Probleme jetzt auf einmal haben? Mit der Darstellung. Dann wäre es das eigentlich. Ne? Also schade, aber was ich natürlich noch versuchen werde, ich guck mal, entweder bin ich mir mal der. Bin ich mal wieder der Einzige, der dieses Problem hat. Das ist. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Und von daher würde ich natürlich dann erstmal mich so in Foren und anderen Bereichen umtun, um zu erfahren, ob das ein bekanntes Problem ist und wenn ja, ob es da vielleicht eine Lösung für gibt, die mir jetzt so auf die Schnelle nicht einfällt. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie weiterkommen, ob es da irgendwie einen Workaround oder was auch immer gibt. Oder ob das halt ein bekanntes Problem ist, was von den Entwicklern nie wieder angepackt wurde. Das wäre dann in dem Fall das Ende dieses Let's Plays. Was ich auf der einen Seite sehr bedauern würde. Weil bis jetzt machte mir dieses Spiel sehr viel Spaß. Aber wenn ich in einem Spiel Probleme bekomme, dieser Art, wo ich dann halt nicht weiterkomme, dann macht das Let's Play ja keinen Sinn mehr. Zumindest für mich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und was wollte ich sagen? Ja, wir können das ja nie lösen. Ja, sozusagen, wir gehen ja nie zu dem Punkt, wo man sagen, oh ja, ne, wir können hier ne, die ganze Geschichte erfolgreich zu Ende führen. Das würde ja nicht passieren. Vor allen Dingen, wie gesagt, das Ding ist 2 Jahre alt und dann passieren da solche Fehler, die nicht behoben werden, aber schon großartig dann den Nachfolger für dieses Jahr ankündigen. So habe ich mir dann besonders gefressen. Die eine Sache funktioniert nicht hundertprozentig, aber wir versuchen dann noch Geld aus dem Nachfolger dann irgendwie den Leuten dann abzuluxen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so professionell, das Ganze, was sie da machen. Da bin ich echt knatschig. Solche Sachen, wie gesagt, sollten nicht passieren. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass das jetzt nicht funktioniert hat, weil wir halt kein Eisen hatten, um das Teil da überhaupt bauen zu können. Und ich hoffe mal, dass wenn ich das Eisen finde, dass dann der Button, der da so überlappt ist, dass der dann aktiv wird und wir das Teil dann trotzdem gebaut bekommen. Das wäre natürlich dann die einfachste und beste Lösung in dem Fall. Ansonsten, wie gesagt, ist der Gang ins Forum, wie auch immer, irgendwie Diskussionsforum, was auch immer, ne, Supportforum, was auch immer noch da existieren mag zu diesem Spiel. Wäre dann der nächste Punkt.
um zu schauen, ob es da irgendwie eine gute Lösung zu gibt. Und wenn das auch nicht fruchtet, fünf Relikte wurden gefunden. Das ist mehr, als wir eigentlich brauchen. Das ist schon mal gut. Ich sehe da noch eine Ruine, aber das scheint irgendwas anderes zu sein. Zufälligerweise die, wo wir den... ich glaube, das ist das Teil. Moment mal, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Genau. Cool, dann machen wir uns auf den Weg zurück. Hallo? Weg zurück? Dann ist auch so eine Sache, dass irgendwie manchmal irgendwie reagiert er auf diesen Mausklick nicht. Mag sein, dass ich vielleicht jetzt ein bisschen zu weit war, aber wenn ich dann hier hin zurückgehe und so, dann will aber auch nicht immer unbedingt so beim ersten Mal. Jetzt hat es geklappt da hinten. So ganz bugfrei scheint dieses Spiel nicht zu sein. Kann das sein? Ja, wie gesagt, ich würde mich mal da mal schlau machen. Für den Fall, dass das jetzt gleich wieder nicht geht. Und wenn es da irgendwie keine wirkliche Lösung für geben sollte, ja, dann weiß ich nicht, ob das noch Sinn macht, hier weiterzumachen. Denn ich investiere keine Zeit in ein Spiel, das quasi nicht wirklich spielbar ist. Wenn wir hier nicht, also wenn ich denke, wir können auf dieses Königreich nicht verzichten, um unseren Wandteppich da komplett zu bekommen. Und so weiter und so fort, das wird schwierig. Ja, was hat er da gemacht, liebe Entwickler? Das geht so nicht. So, können wir mit denen schon interagieren? Die sind noch zu weit weg. Gut. Wir nehmen uns die Zeit. Was sagt der Kollege da unten? Von wegen Aufnahmezeit. Boah. Wir machen mal ein bisschen länger. In der ausnahmsweise mal. Habe ich auch wieder viel gequatscht. Über andere Dinge, aber jetzt alles spielintern hier, ne? Also war jetzt nichts irgendwie über andere Spiele oder so. So, jetzt aber. Ach so. Ich bin gut, ne? Ich sollte vielleicht erstmal das Teil kaufen. Entwürfe. Wir brauchen die Eisenhütte. So, die können wir uns jetzt leisten. Das andere leider noch nicht. Wir fragen nach anderen Dingen. Kehren nach Hause zurück. So. Dann würde ich, da wir sowieso wieder so einen leichten Hang nach hinten haben, dann würde ich in dem Fall, ich pausiere dafür mal, die Eisenhütte bauen wollen und mit mal Grundlegendes. Lagerung wohl kaum. Ressourcen. Habe ich jetzt irgendwas? Ach, ja. Ich dumm. Entschuldigung. Das war jetzt mein ganz großer Fehler. Wir müssen das ja erst lernen. In 2 Stunden. Ja, auf jeden Fall. So. Okay. Sorry, da war ich jetzt mit meinen Gedanken irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Cool. Okay, was sagt die Uhr? Dann würde ich doch vorschlagen, warte mal, pausiere hier mal. Nee, das hat ja keinen Sinn, ich muss ja hier weitermachen. 2 Stunden, sagt er. Wie sieht es mit unserer Versorgungslage aus? Ich glaube, so ein bisschen Kohle kann ich schaden, ne? Haben wir hier irgendwo Kohle in der Nähe? Für das Eisen? Das wäre natürlich jetzt auch peinlich, wenn wir jetzt hier wegen zu wenig Kohle den Adler machen. Da kommt man so ein bisschen ins Schwitzen. Ich habe mit allem jetzt gerechnet, aber nicht mit... Wie ist das? Kohle vorkommen. Boah, nix wie hin.
nichts für hin. Das nehmen wir noch eben mit. Zu weit weg. So, okay. Aber jetzt. Sehr gut. Der Mantau. Wir brauchen ganz dringend Kohle, sonst war es das mit der Rumfliegerei. Zumindest für dieses Königreich. Wäre nicht so gut. Eisenhütte erforscht, Technologiebaum öffnen. Sehr, sehr schön. Wir hätten das Ding fertig. Pausier mal eben. Andere Sachen, die man vielleicht machen sollte. 32 Stunden für ein Tempo um 20% mehr. Was war das? 64 Stunden. Erhöht die Kohle. Ich würde, auch wenn das ewig dauert, wir machen das. Weil wir sehen ja hier, also das ist nicht viel. Und eine Erhöhung von 200%, das ist schon eine gute Sache. Auch wenn das jetzt ewig dauert, alles andere muss da erstmal hinten anhängen. Dann ist nun mal so. So, kriege ich das Teil noch eben schnell hier dran gesetzt. Ressourcen, da ist er. Eisenhütte. Füllen wir ganz gut. So rum. Oder so rum. Oder ist das egal? Das sieht gut aus. Moment. Da machen wir noch das, was wir immer machen. Wir machen mal so ein bisschen Weg. Weg, 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 Weg. So. Okay. Dann wer ist das erst einmal so weit? Vogel, du bleibst schön hier. Nicht wegfliegen. Ja, puh, das war jetzt eine etwas. Ich zentriere das Ganze mal so ein bisschen, damit unser schönes Königreich dann auch zu sehen ist. So, da, dann geht das so in Ordnung. Das war eine sehr wechselhafte Folge, diese Folge. Und ich bin ja jetzt echt mal gespannt, wie das jetzt hier weitergehen wird. Also meine Hoffnung ist A, dass die ganze Geschichte sich hier mit Wohlgefallen auflöst, wenn wir das Eisen haben und dann die Geschichte dann da bauen können. Ja, zumindest von den Ressourcen her. Ansonsten, warten wir es mal ab. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich bedanke mich natürlich auch ganz besonders bei dir für deine Unterstützung, für dein Dabeisein, fürs Schauen, Liken, Kommentieren, Abonnieren eventuell. Alles, was man hier so machen kann. Ja, vielen, 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 vielen lieben Dank. Oh, ich sehe gerade, wir sind voll. Dann sollte ich das eben noch abschalten da unten. Moment, so viel Zeit muss sein. Das war die verkehrte Richtung, wie immer. So. So, wir haben mehr als genug Kohle und wir haben auch schwer zu tragen. Gut, jetzt aber. Ja, das war's dann für diese Folge. Schauen wir mal, wie es dann in der nächsten Folge werden wird. Bis dahin, alles, 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 alles Gute und genießt die Zeit.